an einem goldenen Oktobertag, einem Sonntag, nochmal auf nach Övelgönne. Schiffe gucken und durch die schönen Vorgärten. Wir laufen vorbei an den Kapitänshäusern. Das macht uns immer Spaß und das wollten wir dann an diesem Sonntag auch gemacht haben. Wie gesagt, das Wetter war super, also schon ein bisschen warm, aber man konnte auch hier und da noch draußen sitzen und noch was trinken bzw. auch was essen. Tja, für mich müsste da immer noch eine Katze auf der Bank sitzen und ein bisschen blinzeln, aber das war nun leider nicht so. Meine Frau sagte, das ist Kunst. Naja, für mich war es halt eine eiserne Kuh, aber ganz nett anzusehen. Gut gemacht. Ja, nachdem wir nun in der Strandperle waren, war erstmal Schiffe gucken angesagt. Für einen Sonntag war hier richtiger Betrieb, das muss man schon sagen. Dieser Feeder hier parkt rückwärts ein und der wird mit Schleppern hier nach Tollerort gebracht. Also das ist schon eine super Sache gewesen, was uns hier an Schauspiel geboten wurde. Die Leute blieben auch alle ein bisschen stehen, um sich also das anzuschauen. Ist auch immer interessant, finde ich jedenfalls. Na, nun wird er da reinbuxiert und kann dann mit seinen Containern entladen werden. Ja, hier kommt so ein Feuerschiff und spritzt vor sich hin. Ich dachte, was soll das denn? Und dann dahinter ein Cruise Liner, wie das auf Neudeutsch heißt. Das ist die Europa, die also bei Blum und Voss restauriert wurde, hätte ich fast gesagt. Also überholt und alles erneuert und alles vom Allerfeinsten. Und geht jetzt hier wohl auf Jungfernreise nach der Reparatur und Restauration. Und dann hat die Reederei wohl die Feuerschiffe als Spritzen mal geschartert oder bestellt. Das war jedenfalls ganz anschaulich und wir wünschten dem Schiff dann eine gute Reise.